Ja, liebe Zuschauer, Abschied nehmen mussten am Samstag die Schweinfurter von der Dampflok, die 20 Jahre lang den Bahnhofsvorplatz zierte. Vielen wird sie fehlen, das ist schon jetzt klar, auch wenn das einstige Wahrzeichen eine neue sinnvolle Bestimmung finden wird. Einen letzten Blick auf die gute alte Dampflok mit der Bezeichnung 98886 konnten die Schweinfurter erhaschen, die sich neben prominenten Gästen vor dem Bahnhof einfanden. Der Zahn der Zeit hatte an der fast 75 Jahre alten Maschine genagt. Und so war ihre Demontage wohl die beste Lösung, um den 40 Tonnen schweren Koloss auch in Zukunft zu erhalten. Liebe Zuschauer, die Verladung der Lok hier vor dem Bahnhofsvorplatz ist natürlich eine besondere Sache. Ganz besonders für Leute, die eine persönliche Beziehung zu dieser Lok haben. Albin Katzenberger ist jetzt bei uns. Er ist ehemaliger Lokführer, heute pensionierter Bahner, und er ist mit dieser alten Dampflok auch noch gefahren. Jawohl, nach Königshofen, Ablösung da oben, weil die sind immer Samstag und Sonntag abgelöst worden, und da sind wir von Schweinfurt aufs dann auf und haben die abgelöst und sind nachher zwischen Neustadt und Königshofen gefahren. Jetzt sind Sie Schweinfurter und konnten die Lok auch immer hier noch auf dem Bahnhofsvorplatz erleben. Das war für Sie wahrscheinlich ein Stück Erinnerung, ein Stück Vergangenheit. Wie sind heute die Gefühle? Ja, was will man da viel sagen? Das Alter ist halt alles weg jetzt. Jetzt ist mal daheim und ist in Pension. Die Zeiten sind halt vorbei, es war da eine schöne Zeit auch, aber die ist halt vorbei jetzt. Aus Ihrer Sicht, die Lok war hier gestanden, im Prinzip ein totes Denkmal und soll jetzt wieder restauriert werden, soll dann in Fladungen im Freilandmuseum wieder fahren, ist das schön? Ja, sprachlich ist schön, es wäre sogar noch besser, wenn sie bis Meldestadt vorreden. Ja. Weil es wäre in Stockheim ist die Brücken doch nicht befahrbar, weil wir sind ja früher, war ich 11 Jahre in Fladungen. Da sind wir bis Meldestadt gefahren. Ja. Günstiger wäre es halt bis Meldestadt, weil da können Sie Ihre Füße aufstellen und können dann mit dem Zug rauffahren. Und so müssen Sie halt bis Ostheim fahren und können auch dort erstaunen. Eigentlich könnten Sie sich ja als Museumslokführer noch bewerben, zweimal Vergangenheit. Ja, da sind wir schon so alt. Weil das geht ja auf die 70 zu, wer weiß, wenn es fährt, erst einmal. Freilich war es eine schöne Zeit, aber die Zeiten sind halt vorbei. Nicht vorbei sind jetzt hingegen die Zeiten für die ehemalige Schweinfurter Dampflok. Das Wetter heute passt ganz gut zu der Stimmung, die man allgemein in der Stadt hat. Der Abschied von der großen Lok auf dem Bahnhofvorplatz mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ja, Herr Laschka, so kann man wirklich sagen. Es war nicht ganz einfach, die Lokomotive abzugeben. Sie steht immerhin 20 Jahre hier. Es war seinerzeit für die Stadt sehr schwierig, das Ding zu erwerben. Neumarkt-Wirsberg, das berühmte Eisenbahnmuseum in Oberfranken war am Zug. Es konnte sich seinerzeit Oberbürgermeister Petzold gegen den Regierungspräsidenten von Oberfranken durchsetzen. Das Ding kam nach Schweinfurt mit aktiver Unterstützung des Stadtrates. Fichtel und Sachs hat diese Lokomotive mit sehr viel Geld aufbereitet. Wir haben sie aufgestellt und jetzt nach 20 Jahren, wir merken es halt immer mehr, der Rost fällt unten aus der Feuerraumbüchse. Stichwort Feuerraumbüchse. Sie wird nach Meiningen gehen. Wir haben sie als Dauerleihgabe dem Zweckverband, der hier vertreten ist, der Herr Dr. Steigerwald, überlassen. Und wir hoffen, Herr Landrat, es ist immerhin ein bewegliches Denkmal, dass künftig bei der Übergabe jetzt Abfahrt nach Thüringen, wieder zurück nach Bayern, keine allzu großen juristischen Schwierigkeiten entstehen. Aber ich meine, Sie haben immerhin das Museum aufgebaut, Sie sind der Motor. Sie haben in den letzten Jahren einiges, was den Dampfbetrieb betrifft, geleistet. Und die Lok, Herr Laschka, ist hier in guten Händen. Die Schweinfurter brauchen nicht traurig sein. Sie können, wenn alles gut geht, sicherlich in einem Jahr da oben fahren. Das darf man sagen. Die Schweinfurter können ihre Lok wieder erleben im Freilandmuseum. In Fladungen können vielleicht damit auch einmal fahren. Sie übernehmen einen Teil, in das Sie erst einmal kräftig investieren müssen. Ja, ich denke, das war ja mit der Beweggrund der Stadt Schweinfurt, dass diese Lokomotive nicht weiter vor sich hin rostet und vielleicht in 10, 15 Jahren nur noch ein Häufchen Rost vor dem Bahnhofsgebäude in Schweinfurt ist. Es war schon bei Oberbürgermeister Betzold und dann auch bei Frau Grieser das Anliegen, dass diese Lok erhalten wird. Und wir haben, Herr Wetzel und ich, die vertraglichen Voraussetzungen geschaffen, dass dem auch so ist, dass natürlich eine Finanzierung aufgebaut werden muss, war klar. Und dass auch mein Beschlussgremium, die Zweckverbandsversammlung, zunächst einmal überzeugt werden musste, dass die Finanzierung leistbar ist und dass auch das Kostenvolumen eingegrenzt ist. Das hat Zeit gekostet, aber jetzt ist es soweit. Und die Schweinfurter sind eingeladen. Wir gehören zur Region Schweinfurt. Die Schweinfurter fühlen sich in der Rhön zu Hause. Sie gehören ja quasi mit.
Und dann war der große Moment auch schon gekommen. Zwei Lastkräne hoben die Dampflok auf einen Tieflader. In Meiningen beginnt jetzt die Überholung. Führerhaus und Wasserbehälter werden ersetzt. Kessel und Fahrwerk sollen wiederverwendet werden. Zu ihrem 75. Geburtstag im Mai 1999 soll die Lok zum ersten Mal nach 30 Jahren auf der Museumsstrecke zwischen Ostheim und Fladungen wieder Passagiere befördern.